So, wir beschäftigen uns mit der Zielgruppe einen Schritt weiter. Und zwar wird es jetzt um das Thema Persona gehen. Ja, keine Angst, wir machen jetzt nicht hier den Standard-Persona-Workshop, ja, sondern wir gucken einmal darauf, okay, wie macht man so eine Persona besser und was fehlt vielleicht bei diesen klassischen Personas eigentlich, um ein vollständiges Bild davon zu haben, wer ist eigentlich mein Zielkunde und ja, was triggert den eigentlich. Ja, das heißt, wir gehen hier einen Schritt weiter runter im Board. Moment, so. Und wir fangen mal hier rechts oben an. Das hier ist so das typische Beispiel von einer Persona, die wir auch oft so zugeschickt bekommen vor so Teamprojekten, wo wir sagen, so hier, wir haben das natürlich alles, wir haben unsere zwei, drei, vier Personas definiert, wir haben den hypothetischen Namen gegeben, wie Markus, und haben Sachen definiert, wie, okay, wie alt ist der? Hier, wie sportlich ist der, was benutzt er für Tools, welches Auto fährt der, mag ich auch immer sehr gerne. Ja, und das ist ja auch alles richtig. Und damit ist nichts falsch. Das heißt, wenn ihr eine habt, könnt ihr die jetzt auch mal rauskramen und hier auf den Tisch legen. Und sind trotzdem zwei, drei Sachen aufgefallen, die irgendwie kaum jemand hat, die aber mega, mega wichtig sind, um sich, wie gesagt, so super gut in den Kunden reinversetzen zu können, um am Ende die richtigen Ideen auch richtig umsetzen zu können, sodass sie funktionieren. Der erste Punkt ist, diese Persona hier, die ist hypothetisch. So, die hat man vielleicht in einem Persona-Workshop erarbeitet, ist auch alles gut, das als Grundlage zu nehmen. So, was wir immer empfehlen, ist das hier links daneben, ist einmal zu überlegen, wer sind eigentlich die echten Kunden, die ich da hatte? Weil was soll ich mir denn jetzt eine hypothetische Person ausdenken, wenn ich welche habe, die bei mir gekauft haben? Ja, das heißt, überleg mal, die letzten 5 bis 10 Kunden, wenn du welche hast, und hol dir nur das LinkedIn-Profil, screenshot das mal und leg die nebeneinander. Und dann siehst du schon, auf einmal hast du vielleicht ja, Ähnlichkeiten in der Jobbezeichnung oder beim Unternehmen oder bei den Interessen. Auf jeden Fall hast du sehr, sehr konkret auf einmal einen echten Menschen am Start und kannst dich auch viel besser da reinversetzen, was dieser echte Mensch von dir eigentlich wollte und worauf, was dem wichtig ist und so weiter, anstatt das für eine hypothetische Person zu machen, weil das ist nie so konkret, wie als wenn du eine Person nimmst, die du im echten Leben schon mal gesehen hast. Ja, das heißt, kleine Nebenübung Nummer 1 wäre, mal rauszusuchen, bist du schon in der Lage, echte Kunden hier als konkrete Persona-Beispiele zu nehmen? Dann jetzt raus damit, Screenshot nehmen und hier aufs Board. Ja, wenn nicht, versuch mal so konkret im Detail, wie es geht, diesen Wunschkunden zu beschreiben. Ja, angenommen, du stehst noch irgendwo und hast noch gar keine Kunden eingesammelt, dann versuch es mal so konkret zu machen oder such mal jemanden auf LinkedIn, der das sein könnte. Ja, das ist vielleicht auch ein Trick, weil, wie gesagt, das macht es viel konkreter und die Ideen, die da rauskommen und die Möglichkeit, dich in sie hineinzuversetzen, wird wesentlich stärker, wenn es echte Menschen sind. So, das ist Nummer 1. Nummer 2, was uns in diesen Personas immer fehlt, ist der emotionale Part. Das heißt, ich sage, wie alt die sind, ich sage, welche Autos die fahren, ich beschreibe die Position vielleicht und so weiter und so fort, welche Farbe deren Lieblingsfarbe ist und so, das ist alles cool. Nur Kaufentscheidungen werden am Ende emotional getriggert. Das heißt, welche Farbe der mag, jetzt kann ich meine Landingpage anpassen. Ja, da haben wir auch ein paar Beispiele aus der Vergangenheit gehabt. Aber viel wichtiger ist, was will der denn eigentlich? Und was will der auf keinen Fall? Und wovor hat er Angst? Und was ist eigentlich sein Ziel? Weil wenn ich jemandem auf sein Ziel einzahlen kann, dann bin ich auf einmal wesentlich relevanter für diese Person, als wenn ich ja, die Landingpage in der richtigen Farbe hinschreibe. So. Und um jetzt diese Persona, entweder die hypothetische oder die echte, die du da am Start hast, einmal zu erweitern, ja, um diese emotionalen Trigger, gibt es jetzt wieder eine Übung, die wir zusammen machen. Und zwar ist das diese wunderschöne Customer Design Map. Ich erkläre dir einmal, man nimmt also die existierende Persona und schreibt jetzt gleich dann links. Im ersten Schritt einmal Hopes and Dreams dieser Person auf. Das heißt, wieder, deswegen haben wir das vorhin gemacht, sehr, sehr viel Zielgruppenempathie nötig. Einmal aufzuschreiben, okay, was wünschen die sich denn? Über den Tag verteilt. Beispiel für B2B hier, ich will meinen Bonus bekommen am Ende des Jahres. Ja? Oder wir hatten das mal für CTOs, hier, ich will eine Service Zeit meiner Seite, in der die live ist, von 99,9%. Was auch immer. Ja? Das heißt, überlege sehr genau, okay, was ist wirklich eine Hoffnung und ein Traum von dieser Person? Das kann sowohl beruflich als auch privat sein. Ne? Du könntest jetzt diesen Bonus zum Beispiel, wenn ich an einen Vertriebler ran will,
Könnte ich auch sagen, hier, pass auf, damit du Ende des Jahres mit der Family in Urlaub fahren kannst, weil du deinen Bonus bekommen hast, helfe ich dir hier, besseren Vertrieb zu machen. Ja? Das ist auf einmal das Bonusargument, die Bonushoffnung in eine private Hoffnung umgemünzt, indem ich sage, hier, das hilft dir, deinen Urlaub am Ende machen zu können oder so. Ja, das heißt, alles rein damit, was euch einfällt, was eure Zielgruppe an Hoffnungen und Träumen haben könnte. Dann, wenn ihr das habt, in der ersten obersten Spalte, ihr könnt es einfach hier reinpacken oder links daneben, macht ihr das Ganze einmal andersrum. Wovor haben die denn Angst? Was sollte auf keinen Fall passieren? Manchmal sind das die Hoffnungen und Träume einfach umgedreht, aber da gibt es auch noch mehr. Ja? Das heißt, warum wachen die nachts auf? Da gibt es ganz viel, was die da triggern könnte. Und die sind mega wichtig, diese Sachen zu kennen, weil ich muss zum Beispiel auf einer Landingpage, in einer Werbeanzeige, in einer E-Mail, ich brauche diese Dinger immer wieder, um Texte so zu schreiben, um so zu kommunizieren, dass das am Ende auch funktioniert, dass es eine Reaktion hervorruft. Ja? Ich habe das am Anfang gesagt, die Knöpfe in der Zielgruppe richtig drücken zu können. Dafür brauche ich diese Customer Design Map. Ja? Weil das sind am Ende psychologische Trigger und Tricks. Ich zeige euch gleich ein echtes Beispiel, wie die funktionieren. Ja? Das heißt, Pains and Fears. Welche Ängste haben diese Leute? Letzter Punkt, oft vergessen, aber mindestens genauso wichtig, Barriers and Uncertainties. Das heißt, was hält die jetzt zurück? Diese Landingpage zu klicken, diese Ad zu klicken, diese E-Mail zu öffnen, mein Produkt zu kaufen. Was hält die zurück? Wovor haben die Angst? Ne, super oft kommt dabei sowas, dann sind nicht digital affin. Oder im B2B-Bereich haben Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und dafür die Konsequenzen tragen zu müssen. Ne? Zum Thema No one got fired for hiring SAP. Ja, also solche Dinge können da rein. Und wie gesagt, einfach reinkloppen, welche Barrieren sind euch vielleicht auch schon in der Vergangenheit im Sales über den Weg gelaufen. Ne? Und dann könnt ihr das da alles reinpacken und ihr werdet sehen, wenn ihr diese Tabelle einmal von oben nach unten ausgefüllt habt, dann habt dann schon viel, viel besseres Verständnis davon, was eure Zielgruppe eigentlich bewegt. Und vielleicht auch schon, okay, wo ihr in der Vergangenheit vielleicht falsch kommuniziert habt oder nicht klar genug kommuniziert habt auf das Ergebnis hin, sondern nur gesagt habt, was ihr macht, aber nicht, was es bringt und so weiter. Ja, das heißt, das ist die Übung. Macht das jetzt mal, aber nicht, bevor ich euch das Beispiel gegeben habe, weil dann wird euch nochmal klarer, wie das genau funktioniert. Und zwar, Booking.com, ich glaube, die Buchungsseite für Hotels, die kennt ihr alle, die sind sehr gut in diesem Experimentiermodus, den wir euch beibringen wollen. Aber was ich euch zeigen will, ist, für diese Customer Designer Map sind auf dieser Seite hier schon so viele coole Beispiele. Ja, das fängt an damit, dass hier steht: Free Cancellation, no prepayment needed. Was ist das? Das ist ganz klar von vornherein Barriers und Uncertainties weggetackelt, weil das gibt mir die Möglichkeit, immer zu stornieren. Hier no strings attached. Ich kann einfach machen, was ich will, ohne Risiko zu haben. Das lassen mich hier genau wissen, um mir Sicherheit zu geben. Ja? Weil es ist eine Barriere. Wenn ich das nicht alles canceln kann, dann klicke ich vielleicht gar nicht erst drauf, weil ich mir nicht sicher bin. Ja, das heißt, das haben die ausgefunden in Experimenten, dass die hier no prepayment, das erhöht riesig die Conversion, weil es führt dazu, dass Vertrauen aufgebaut wird und dass die Barrieren runtergehen. Ja. Hier, only one room left. Müssen wir nicht darüber reden, was das für ein psychologischer Trigger ist, dass diese Verknappung an sich super funktioniert. Ich will vor allem aber auf diesen hier raus. See our last available rooms. Weil, jetzt stellt euch mal vor, ihr arbeitet bei Booking und ihr sollt jetzt diesen Button für genau diese Seite designen. Ja? Die gehen von da auf die Hotel-Detail-Seite und da muss jetzt ein Button hin. So. Jeder würde im ersten Moment auf die Idee kommen, da Book Now, Buch jetzt, Book the Room, was auch immer drauf zu schreiben, weil es ja die Seite, auf der ich aber das Hotel buche. Ja? Wenn ich jetzt aber einmal an die Customer Desire Map denke und überlege, okay, Hopes and Dreams, Pains and Fears, Barriers, Uncertainties, stopp. Die wollen ja noch gar nicht buchen. Die wollen ja die Lage sehen, die wollen die Zimmer sehen, die wollen Bewertungen sich angucken, die wollen wissen, wie das Frühstück ist. Bevor ich buche, muss ich noch so viele geistige Checkmarks machen, dass da jetzt Book Now völlig der falsche Button wäre. Ja, die sind noch gar nicht so weit zu buchen. Das kann ich dann auf der Detailseite hinschreiben, aber hier noch nicht. So, und das finde ich ein mega Beispiel, weil das ist sowohl Hopes and Dreams, see our last available rooms. Ne? Das ist see the rooms is hopes. Last available ist ein bisschen Pain in Fear, oh Gott. Ich habe Angst. Ich finde, das Hotel sieht ja ganz geil aus. Vielleicht ist es weg. Ja, der Pain, praktisch ein ausgebuchtes Hotel gefunden zu haben und das jetzt nicht buchen zu können. Und Barriers and Uncertainties, see our last available rooms, will ich auf jeden Fall jetzt machen.
Bucknau auf keinen Fall. Das heißt, die Barriere ist wieder super runtergenommen, weil sie sich kurz gefragt haben, was würde mich jetzt in diesem Moment triggern und was wäre eine zu hohe Barriere? Ja? Das ist einmal als Beispiel, wie man diese Customer Design Map in echt sehr gut anwenden kann. Und dann merkt ihr schon, die kann man auf alles benutzen. Also ich kann die für Newsletter benutzen, wenn ich Newsletter schreibe, einmal kurz zu überlegen, okay, an wen schreibe ich den, was sind die Hoffnungen, was sind die Pains, was sind die Barrieren, warum würde ich jetzt auf deine Call to Action nicht draufklicken, wenn ich eine Werbeanzeige mache, wenn ich eine Website schreibe. Ja, das funktioniert überall, wo ich mit dem Kunden in Kontakt bin, immer kurz an diese Customer Design Map denken, Hopes, Dreams, Pains, Fears, Barriers, Uncertainties. Ja? So, aber wie gesagt, lass uns das einmal hier als Übung machen. Das heißt, schreib mal hier Hopes and Dreams hin oder hier rein, das ist völlig egal, in Post-its, hier drunter Pains and Fears von deiner Zielgruppe und darunter Barriers and Uncertainties. Und ich bin mir sicher, dann bist du sehr, sehr tief im Kopf deiner Zielgruppe drin und verstehst sehr gut, was die jetzt eigentlich triggert. Und wenn du schon Punkte findest, wo du sagst, Mist, da haben wir bisher falsch kommuniziert, weil wir einfach nur Features rausgehauen haben, anstatt den Grund, warum dieses Feature eigentlich wichtig ist, dann kannst du dir auch schnell schon mal anpassen. Ja. In dem Sinne, das war die Customer Design Map und die Erweiterung der Persona um echte Menschen. Ja, man kann da auch noch Sachen reinpacken, wie auf welche Websites gehen die regelmäßig, welche Blogs lesen die und so, aber wichtig ist hier die emotionale Kaufentscheidung. Das heißt, diese Übung hier einmal zu machen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüsschen!